Jo Leute, David von iDesignish hier. So als erstes muss ich euch sagen, ihr seid die geilsten Menschen, die es überhaupt gibt. Und zwar auf meinem letzten Video, was ich hochgeladen habe bezüglich Feedback, weil der kann ja liefern nicht. Deswegen hatte ich gefragt wegen Verbesserungsvorschläge und Feedback. Und ihr habt mir echt wahnsinnig geholfen, ja. In paar Stunden danach haben sich über 100 Leute das Video angeschaut, fleißig kommentiert und mir wirklich Tipps gegeben, was ich denn verbessern kann, nicht nur auf YouTube, auch auf Facebook. Und wirklich kamen da echt viele Kommentare und viele Dinge zusammen und das ist natürlich echt geil. Und da habe ich ein paar rausgepickt, dass ich halt jetzt verändern werde. Und am Ende des Videos habt ihr auch noch was Geiles, ein geiles neues Feature, wenn ich das so sage, so ein bisschen, ja. Was Neues, lasst euch überraschen. Die erste Sache ist, hier habt ihr meine Playlist. Also ich habe so ein bisschen die Playlisten alle ein bisschen aktualisiert, weil ein paar Videos, die neuesten Videos waren halt nicht drin. Also ist jetzt eher ein bisschen unspannend für euch, denke ich mal. Aber die Leute, die einfach vielleicht gewisse Videos schauen wollen oder so, einfach der Ordnung halber, habe ich halt ein bisschen aktualisiert wieder, die neuesten Videos reingetan. Also wenn ihr speziell After Effects Videos haben wollt, dann könnt ihr gerne die Plays schauen oder Cinema 4D Tutorials oder was auch immer. Oder allgemein Speed Arts, wenn darauf steht, könnt ihr gerne natürlich anschauen. Die andere Sache, wo ich ein bisschen zwiegespalten war, und zwar bezüglich des Intros. Also ich habe ein paar Leute gesagt von euch, ja, so 10 Sekunden ist halt lang. Ich meine, klar, für YouTube ist das natürlich schon lang, dass ich das da mit Intro verschwende. Also momentan, ich werde jetzt kein Intro mehr haben, erstmal unbestimmte Zeit, weil ich denke halt wirklich, okay, klar, die 10 Sekunden könnt ihr euch sparen, ist, ja, müsst ihr nicht verschwenden, das heißt, ich werde es wie gesagt sein lassen. Ich denke halt ein bisschen auch, das ist ein bisschen Wiedererkennungswert für den Kanal, aber gut, spart halt ein bisschen Zeit ein. Also könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Wie gesagt, momentan mache ich erstmal keine rein, kein Intro rein, aber könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr dazu steht, ob euch sowas gefällt oder ein Intro, ob ihr das wichtig findet oder einfach auch ein bisschen unnötig. Wie gesagt, lasst mich ja kurz wissen. Dann ein guter Punkt auf jeden Fall und es lohnt sich wieder in die Videobeschreibung zu schauen. Ich mache jetzt in Zukunft kein Copy and Paste mehr, weil in der Vergangenheit war halt einfach nur mein Standardtext, den ich hatte oder so. Deswegen hat es sich nicht gelohnt, da reinzuschauen. Jetzt werde ich es auf jeden Fall anpassen. Das heißt, ich werde es individuell für jedes Video gestalten. Werde da irgendwas Wichtiges fürs Video in die Kommentare schreiben, also in die Videobeschreibung schreiben. Und auch wichtige Links, weil ich werde natürlich auch ein paar Sachen verlinken. Und da kommen wir jetzt zum Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, und zwar, was für euch vielleicht ein bisschen geil ist. Und zwar, ich werde es so machen, egal was für ein Video ich hochlade, also ob ihr Speedart oder Tutorial oder so, ich werde euch immer meine 3D-Datei verlinken, meine Cinema 4D-Datei, also meine, ja, Arbeitsdatei, dass ihr da nicht groß irgendwie was machen müsst oder so, werde ich euch unten kostenlos verlinken. Das heißt, ich stelle euch den Link unten rein, dann kommt ihr auf meine Webseite. Allgemeine meine Webseite hier auf dem Reiter Downloads. Also ich verlinke euch direkt den Download-Bereich. Und da habe ich jetzt angefangen, erstmal so ein bisschen die aktuellen Sachen hochzuladen. Also klar, nicht alles, weil es ist halt einfach zu viel. Zum einen habt ihr hier meine Hintergründe, einfach allgemein Desktop-Hintergründe. Ich schreibe immer hier, welche Auflösung das ist. Klar, die einige sind jetzt in 720p, weil als ich das erstellt habe, war es halt nicht gedacht, so als Download für euch oder sowas. Aber hier beispielsweise 4K oder einige auch Full HD. Also, ja, könnt ihr mal gucken. Ich werde in Zukunft die Hintergründe, also die Speedarts, die ich mache, allgemein dann in 4K rendern. Das heißt, dann habt ihr eine schöne 4K-Datei zum Downloaden. Geht einfach hier rauf, beispielsweise hier, dann habt ihr das Bild und dann könnt ihr rechte Maustaste und downloaden. So, dann wenn wir runterscrollen, haben wir halt Texturen. Was wichtig wäre für euch, und zwar downloadet euch mal das HDRI-Paket, also es sind 600 Megabyte, also ziemlich viel
wo einfach nur hochauflösende, also 4K HDR-Bilder sind, die ich halt so ziemlich immer benutze in meinen Redshift-Tutorials, um halt einfach fürs Lightning, um halt Zeit zu sparen und weil das ist halt, wie gesagt, spart Zeit und ist halt schneller als normale Lightning-Sachen zu erstellen. So, dann habe ich hier Flüssigkeiten, das ist jetzt ohne Redshift, das Ganze meist in MFD, habt ihr diverse Wasser, Eis, Texturen etc. pp. Dann ja, habe ich hier ein bisschen Metall nochmal und dann hatte ich hier, was auch nochmal gut ist, was auch nochmal für euch wichtig ist, und zwar meine Flortextur und zwar von meinen Lightroom hier unten. Deswegen, hier haben wir die 3D-Modelle. Beispielsweise aktuell ist halt meine Lichtschwerter, Luke, Darth Maul Lichtschwerter, dann alte Shotgun, die ich mal erstellt habe vor einiger Zeit. Wie gesagt, könnt ihr euch alles kostenlos downloaden und hier diesen Lightroom. Also wenn ihr euch den Lightroom downloadet, habt ihr die Texturen automatisch drin. Aber um halt euch selbst irgendwas zu erstellen, könnt ihr euch gerne die Floortextur downloaden. Das ist halt dieselbe, die ich hier verwendet habe. Und den Lightroom nehme ich halt in Zukunft sehr oft für Redshift, weil es halt für mich einfach einfacher, musste halt nicht groß mit irgendwelchen Texturen und Lightning rumspielen. Genau. So, und das war es eigentlich soweit. Das waren so ein bisschen die Punkte, die ich rausgepickt habe, die für mich ganz interessant waren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr noch mehr Ideen? Also, falls ihr mein Video zum Feedback nicht gesehen habt, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung bzw. in der Infocard nochmal. Ihr könnt mich ger auch gerne unter diesem Video hier Kommentare schreiben, wie ihr die Veränderung findet, was ihr eventuell noch haben wollt, weil im Endeffekt ist der Kanal halt für euch, sage ich mal. Genau, deswegen könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr gerne verändert haben wollt, und das mache ich dann sehr gerne. Ansonsten würde ich freuen, könnt mich gerne abonnieren, lasst mir einen Daumen nach oben da und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.